Kashi, kannst du das nicht mal vorlesen? Prima. Was? Kashi auf YouTube. Ach, für den würde ich nicht so viel Werbung machen, Danika. Es ist gut gemeint von dir. Ich würde es lassen, es bringt doch nichts. Für wen bringt das denn was? Ich glaube, das ist zwecklos, Kashi zu bewerben. Ich würde es nicht machen. Ne? Ich freue mich, dass er da ist. Aber irgendwo ist auch mal gut. Man muss ja nicht was schreiben. So, was machen wir als nächstes? Sag es mir. Auf einem Bein stehen. No problem. Und schon geht's los. Besser kein Sport mit Alk. Es ist kein Problem. Ich mache locker 5 Kniebeugen. Das mache ich locker aus der Kniebeuge. So, Kniebeugen. Und auf geht der Peter. 1 und 2 mit Leichtigkeit. 3, da wundert ihr euch. 4, es ist im Grunde genommen kaum zu glauben. Und die 5 kommt hinterher. Wo ist das Problem gewesen? Okay, 3, 2, 1, go! Aber pass auf mich auf, ne? Nicht, dass ich da gleich irgendwo lande. Das waren jetzt 11 Sekunden oder so. Nee, warte. Mach die Augen auf. Hallo. Ganz kurz. Nein. Ich muss kurz schreiben. Es war vorhin schon schwer, aber ich möchte es auch noch hinkriegen. Bisschen länger als 10 Sekunden. Ja, aber 30 Sekunden muss ich ja eigentlich schaffen. Ja, okay, ich konzentriere mich. Warte. Jetzt. Schreibst du da schon was? Nee, wie denn? Jetzt geht's los. Und wir hören auf. Ich wechsle nochmal. Wahrscheinlich auf der anderen Seite besser. Okay. Ich glaube, es geht wirklich nicht mehr, ne? Es ging vorhin schon nur ganz, ganz schwer. Das muss man aber auch mal ehrlich sagen. Nee, ich setze immer wieder ab. Oh, ich kann das ja gar nicht mehr. Nee, es geht nicht mehr. Okay, das müssen wir mal ehrlich sagen. Auf einen Bein stehen und an die Nasenspitze fassen geht nicht mehr. Ja, muss man sich da auch mal eingestehen. Und so ein Sportsmann bin ich. Bam, bam, bam. 21 Zuschauer, moin moin an alle. Freunde, ich hoffe, ihr seid auch auf Discord am Start. Discord, dem sogenannten Discord-Server. Viele glauben es gar nicht, aber es ist ein Server. Und es heißt Schiedsrichterschiff, weil das Schiff am Sinken ist. Und deswegen brauchen wir euch, die Bemannung. Poliert das Schiff auf, kommt an Deck, ahoi, wir stechen den See und zusammen können wir das sinkende Schiff retten. Seid aktiv und dann zeigen wir mal dem offenen Meer, was wir können. Wir haben alle Seepferdchen, wir können schwimmen. Ich finde es halt schade, man macht extra einen Discord-Server und die Leute sind nicht so aktiv. Das hast du gerade schon gesagt, Digga. Hab ich gesagt, ne? Ja. Nein, ich finde es schade, wenn man einen Discord-Server hat, und da sind dann irgendwie 70 Leute drauf. Ich glaube, es sind ungefähr zwischen 60 und 70 Leute sind es. Ich weiß es nicht genau. Es ist so round and round. Hier nimmt man eine Nase. Oh? Kashi! Schenk mir mal einen ein. Mach mal eine Mische klar. Ich bin auf dem Trocknen. Kam jetzt irgendwas falsch von mir rüber? Na, groß. Lass jetzt mal anstoßen. Also wenn jetzt was von mir falsch rüberkam. Digga, pass auf deine Arme auf, weil das Glas ist fast voll. Das, genau das meine ich. Pass mal auf! Prost. Du hast das Handtuch weggetan, das ist Sabotage. Hol das Handtuch wieder. Jetzt trinken und guck aufs Glas, Alter. Mach ich. Mach es jetzt. Naja, es geht. Manchmal denke ich mir selber, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Manchmal denke ich mir selber, übertreibe ich gerade? Also mache ich so ein bisschen so aufbetrunken? Ich weiß es selber nicht. Weißt du nicht. Mache ich ein bisschen hier auf? Oder bin ich so? Weil es ist ein bisschen komisch, wie ich bin. Ja, das ist Alkohol. Das ist normal. Wirklich. Hm. Das ist naja, gut. Vielleicht bin ich auch wirklich gerade so. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch nichts vormachen. Es kann sein, dass es nicht ganz echt rüberkommt. Aber ich glaube, es ist echt. Ich
weiß es auch nicht. Ich bin auf jeden Fall kein Faker. So. Scheiße. Ob das so eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Ah. 'Für einen First-Time-Trinker ist die Menge schon ausreichend, um lustig zu werden. Oh doch, ist echt. Na, ich glaube auch. Es könnte sein, dass ihr irgendwas vormacht. Ich mache euch was vor. Ich spiele das nur. Eigentlich bin ich total nüchtern. Ich bin total nüchtern. Was denkst du wirklich? Über meinen Zustand. Was ich über deinen Zustand? Ja, was denkst du gerade? Denkst du, ach du heilige Scheiße, oder denkst du, oh, hab ich so erwartet? Ich frag mich, wo du bist. Ich würde gerne für 5 Sekunden in dich reingucken, um zu gucken, wo du gerade bist. Ja, das kann ich aber sagen, frag mich doch. Nein, hast du ja schon gesagt. Aber ich möchte es gerne einmal fühlen. Das ist dann interessant für dich. Ja. Diese Na, auf jeden Fall. Also das einmal auszutesten, auf jeden Fall. Also ich werde nie ein Freund von Alkohol sein. Ich kann euch ja auch nur allen von Alkohol abraten. Alkohol schmeckt nicht, mir schmeckt es nicht, es gruselt mich. Aber zum 100-Abo-Spezial ist es jetzt auf jeden Fall besser. Beim 100-Abo-Spezial waren Sachen, die nicht so gut geschmeckt haben. Es schmeckt jetzt besser. Aber... Alkohol bleibt Alkohol und der verändert den Menschen, ob positiv oder negativ. Mein Zustand ist, so würde ich es zumindest momentan sagen, noch positiv. Ich hoffe, das bleibt auch so, egal wie viel ich getrunken habe. Natürlich wird irgendwann der Moment kommen und dann machen wir uns vor, dass ich immer müde bin. Sehr stark müde. Und auch dann bin ich noch live. Karasan sehe ich auch so. Und nochmal, Daddy Schneider. Schade sowas. Daddy Schneider, du hast noch kein Bild bei Insta gepostet, wie du den Hoodie trägst. Ich hab's noch nicht gesehen. Ach, wieso muss ich da immer holen? So. Remy. Welches Mischverhältnis? Und da brauchen wir jetzt mal eine ernste Antwort. Lina, ich kenne es. Karasan, Nettie Schneider und leider ist es ihnen häufig egal. Was? Andi. Ich verstehe ja gar nichts mit dem Chat. Andi, was sagst du zu meinem Zustand? Andi, ich will das jetzt ehrlich von dir wissen. Wir kennen uns schon lange genug. Gefühlt bist du auch fast von Anfang an dabei. Wie findest du das? Findest du das peinlich, was ich hier mache? Sagst du nein? Das ist ein gutes Experiment, dass man das auch mal sieht und dokumentiert. Ich möchte von Andi mal wissen, was er davon hält, was ich hier gerade mache. Dass ich im Stream Alkohol konsumiere. Ist das scheiße oder nicht? Ganz ehrlich, Andi. Sag es, wie du es denkst. Ich will deine ehrliche Meinung haben. Das ist mir wichtig. Deine Meinung ist mir wirklich wichtig. Das ist kein Spaß. Du bist noch relativ klar und denke, dass das Experiment eine gute Erfahrung für dich ist. Andi, das finde ich gut, dass du das sagst. Ich bin wirklich noch ziemlich klar. Ich bin ein bisschen komisch im Kopf. Das merke ich natürlich. Ihr merkt es auch. Es ist ein bisschen anders als sonst. Ich merke, mein Zustand ist auch ein bisschen anders, aber ich fühle mich noch relativ gut. Ne? Ich wüsste ganz genau, was ich jetzt noch sagen darf und was ich nicht sage. Ich glaube, wenn man wirklich betrunken ist, dann sagt man auch Sachen, die man nicht mehr sagen darf. Ich würde jetzt meine Adresse nicht sagen. Ich würde jetzt auch nichts zu bestimmten Personen sagen. Das habe ich noch alles auf der Pfanne. So, Nettie Schneider schreibt hahaha. Und dann schreibt sie nochmal, der hängt auf der Leine. Verstehe ich nicht. Nee, der hängt hier auf dem Türrahmen neben mir. Das wird heute hier noch lustig, schreibt Sirius. Ich finde auch bisher war es ziemlich bitter. Könnte mal lustiger werden. So, Lina, ja gut, das geht ja dann. Seremi, trinkst du denn auch was oder trinkst du nix? Ja, Seremi hat gesagt, sie wäre heute gerne live dabei gewesen. Seremi, die Türen stehen dir offen. Du kannst immer noch vorbeikommen. Wenn du willst, mach dich auf den Weg. Und wenn dreimal klingelt, weiß ich, dass du es bist. Und dann lasse ich die Tür zu. So. Mann, der Pulli hängt auf der Wäsche. Nein, er hängt neben mir auf der Tür. Netti, wenn ich es doch sage. Hier ist er. Ja, habe ich jetzt... Du bist oft so selten dämlich, das kann ich gar nicht beschreiben. Da ist er doch gewesen. Oh, meine Klüsenhaut. Ist blöd. Wenn Shizu die nächsten Tage den Stream schaut, werden ihm ein paar Lichter aufgehen, wenn er versteht, was wir hier so in welchem Zusammenhang geschrieben haben. Ja, kann sein.
Ja, ich rechne stark damit, dass jetzt, ich sehe es ja auch schon, dass nach und nach jetzt in die Nacht hinein die Zuschauerzahl nachlässt. Ja, nur noch 19 Zuschauer. Boah. Auch Kashi wird mich verlassen. Er hat schon angekündigt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wie kann man mich in einen gewissen Zustand der Hilflosigkeit zurücklassen? Das ist für mich nicht mehr kollegial und auch nicht freundschaftlich. Das sage ich dir ganz ehrlich. Aber jetzt Real Talk, ne? Ich habe ja zu dir, gesagt, ja, dass ich das unterstütze, dass du diesen Zustand einmal erleben möchtest. Ja. Ja, und deswegen bin ich hier. Bei jedem anderen, wenn ich wüsste, der besäuft sich, wäre ich schon längst weg. Aber du weißt ja auch, dass ich das nicht fortführe. Du weißt ja, ich trinke jetzt nicht. Ab jetzt trinke ich. Ja, ja. Aber trotz alledem bin ich nur für dich hier, du Idiot. Ja, das, ich hab doch schon von geheult. Ich hab doch Danke gesagt. Ich hab doch gesagt, ich könnte mir keinen besseren wünschen als dich an meiner Seite. Was soll ich denn noch tun?